Ah, lol. Okay. Das fängt ja komplett neu an. Die Straßenrennen ist 2. Gut, das. Da fühle ich mich natürlich, ne? Da habe ich meine Klassiker, mein Lamborghini. Ich weiß nicht, wenn mich da so wohl. Fährst du jetzt ein Huracan wieder? Noch habe ich nichts gewählt. Ich habe mir eben noch ein paar auf S2 gemacht. Ach so, ich wollte gerade sagen, ein Huracan, das wird doch wieder eine Rutschpartie hoch 10. Den werde ich auf keinen Fall nehmen. Auf X fuhr der übrigens ganz okay, wenn halt wirklich alles drin ist, was geht. Auf S2 ist der irgendwie viel zu rutschig. Der ist einfach, der ist S1. S2 ist schon zu krass, für den. Auch mein Porsche, der Porsche 911 ist einfach kein 2er. Ich versuche es jetzt damit. Ah, egal. Ich nehm mal was Stabiles, wo ich wenigstens nicht jeden zweiten Baum mitnehme. Und Bremsen habe. Ich habe Bremsscheiben, das ist schon mal gut. Du hast Bremsscheiben, das ist schon mal gut. What? Moment. Hast du da Fahrzeuge, die keine Bremsscheiben haben? Ja, das pusht immer zu sehr die Klasse. Da fahr ich nicht. Deswegen war dein BMW so. Du hast halt ein paar Bremsscheiben abmontiert. Ich bremse eh nicht, lass mich gleiten in die Kurve. Oh, was hilft denn, wenn man das Zahnfleisch aufgeraspelt hat? Ich habe mir vorne so ein... beim Essen irgendwie... Mir hilft da immer Mundspülung, das so ein bisschen desinfiziert. Das brennt zwar erstmal ein bisschen, aber das hilft dann, dass es schneller heilt. Ah, das könnte ich echt machen, sowas habe ich noch. Das brennt aber wie Sau, ne? Ja, du darfst nicht zu hoch konzentrieren. Du musst halt gucken, wie hoch du dich konzentrieren darfst. Normale Mundspülung brennt eigentlich nicht allzu sehr. Nimmt man die Formzähne putzen? Oder? Ich glaube danach, ne? Danach normalerweise, ja. Soll mal gucken, ob ich mit meinem Nissan hier eine Chance habe. Ja, ich habe meinen Vulcan. Mal sehen, ob ich damit eine Chance habe. Weil ich habe sonst echt nichts Vernünftiges. Das 2 habe ich eigentlich echt viel, aber halt wenig getunt. Beschleunigung geht schon mal gut bei mir. Ich muss erstmal jemanden ausweichen, der hier zickzack fährt. Ich tue es nicht. Ach komm! Ja, der erste haut mich schon mal von hinten rein mit dem goldenen Pagani. Zum Glück bin ich stabil. Ja, boah! Ist der wie eine Presswurst hier, ey. Ah, ich bin Team Rot. Alter. Dann hätte ich ja Team Blau rauskriegen können. Leo, er dreht sich hier komplett. Also in den Kurven habe ich hier einen kleinen Vorteil, ey, weil die rasten ja alle komplett aus. Ja, typische Online-Lobby. Kurven? Was ist das? Kenn ich nicht. Gibt's im Singleplayer nicht. Die anderen, die fahren da vorne schön weg. Ja. Jawohl, ich bin Zweiter. Herrlich. Also für mich läuft. Ach, wir sind ja rot. Ja, ich bin rot. Ja, ich auch, aber wir sind nicht Erster. Was ja, aber wir sind die Ersten von unserem Team, also da weißt du schon, was los ist. Okay, unsere Roten sind alle hinten. Der Erste fährt nicht mal gut. Aber also zumindest hat er gerade einen üblen Fehler gemacht. Oh, oh. Ach, das ist ja Rundenrennen. Ja. Ey, ich glaube, ich habe richtig krassen Vorteil hier auf der Strecke mit meinem Auto, weil die sind ja alle mit ihren Supersportlern, die beschleunigen ja immer und rasten komplett aus, ne? Aber ich habe auch einen ganz gut. Ich habe halt bis 200 fahre ich echt flott und flink und stabil. Von daher bin ich ja eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Ja, meiner übersteuert ein bisschen. Das ist aber hallo, Lambo. Verkraftbar. Ha! Komplett verlenkt, Dude. Du hast die Kurve halt richtig kacke genommen. Oh, das war mein Spoiler. Tschüss! Jetzt fühle ich ein bisschen nackig. Jetzt hätte ich gerade meine Mütze verloren. Also ich werde den hier vor mir auf jeden Fall noch kriegen. Ah, ja, ich habe den auch eingeholt. Der eine hat Checkpoint verpackt. Haha, sehr schön. Der war die ganze Zeit Erster. Aber dafür haben halt zwei Leute, die Letzte sind bei uns. Wir müssen das halt echt carryen gerade für unser Team. Der Vulcan geht richtig gut auf den Straßenrennen. Meine Fresse. Fühlt sich richtig wohl. Das ist der Aston Martin? Ja. Ja, der ist. Den habe ich mir aufgeschrieben. Den will ich mir auch unbedingt kaufen, wenn ich ihn habe. Der ist richtig gut. Den habe ich als FE gezogen.
Der ist richtig gut, der... Wobei ich bei... Leute, bei uns sind vier Leute gequittet. Wobei ich bei dem auch ein Dingens brauchte. Da kann ich aber verstehen, dass die gequittet sind. Die haben komplett das falsche Auto gehabt, die meisten hier. Okay, bei uns sind drei Leute gequittet, beim Gegner zwei. Ja, gut. Dadurch haben wir verloren. Ehrlich? Ja. Nee, die Punkte werden doch anders verteilt jetzt. Nee, die Leute, die quitten, zählen diesmal mit. Weil das war im Dreier ein Problem. Da sind immer die, die dann weit letzter waren, sind einfach gequittet, dadurch gewinnt plötzlich das andere Team. Ist halt Bullshit. Das ist halt echt lächerlich. Guck mal, 0-0-0, wir haben 3-0. Und der Daddy Snacks war übrigens war lange erster Platz und dann habe ich ihn überholt. Dann ist er gequittet. Aber ich finde es gut, dass Leute die Quitten diesmal mitzählen, weil wie gesagt, sonst hast du halt einfach Rage-Quitter und die... Du kannst quasi komplett, bis auf einen vom Gegnerteam, bist du halt vorne. Irgendwie, einer vom Gegnerteam ist erster und dein Team hat sonst alle anderen vom Gegnerteam überholt. Alle anderen quitten und plötzlich hat dann nur der noch Gegnerpunkte. War halt völlig dumm im Dreier. So, Free Roam Rush, da könnte ich aber ein bisschen Nachteil haben. Da sind Leute mit höheren Geschwindigkeiten meistens besser. Kacke. Aber ich habe tatsächlich die wenigsten PS, ne, wenn ich das hier so sehe. Leistungsbewertung meinst du, ja. Aber ich habe das Gefühl, auf die Leistungsbewertung braucht man eigentlich gar nicht so viel geben. Ne? Du musst halt gut fahren, dann kannst du echt viel ausgleichen. Oh. Andere Richtung, Jungs. Andere Richtung. Die üble Farsch, Alter. Jebaited. Alter, das ist ja mal, wie es halt aufstellt und einfach, du musst in die andere Richtung. Ey, mir ist das gar nicht aufgefallen, Alter. Ich denke mir so, warum ist kein blauer Pfeil vor uns? Und sehe so, wie der da hinten geht. Wow, ja, aber das ist geil, ne? Das ist wegen dieser Edinburgh, wegen dieser Straßenbahn in der Mitte. Ja, ja. Da sucht er eine Route drumherum. Der sucht sozusagen, genau, zwei getrennte Sachen. Okay, ihr fahrt hier querfeld ein. Ich weiß nicht, ich will hier nicht. Ich hasse so Rennen, wo man einfach querfeld ein und so fahren kann. Ja, das ist halt, wir fahren halt zum nächsten Rennen, aber ich will hier nicht querfeld einfahren mit der Karre, die ich habe. Ich denke, ich bin schneller, wenn ich auf der Straße bleibe, insgesamt. Ach, das hier gibt gar keine Punkte. Doch, es gibt einen Punkt. Das trotzdem. Aber die haben quasi was früher... Alter, was fährt denn der? Ich war hier, das war 360, Alter. Ich fahr... Übrigens, bei 320 ist bei mir Schluss. Also ich habe einfach keine Höchstgeschwindigkeit. Ja, aber du bist immer noch Erster trotzdem. Nee, hier überholt mich gleich einer links auf der Autobahn. Aber wenn ist ein Antrag von Rot, dann ist ja natürlich nice. So, ich biege jetzt hier ab. Die Blauen haben riecht mal kack. Guck mal, wir sind alle Erster. Fast. Nur ein Blauer ist hier. Toll, den nehme ich jetzt einfach gleich rein. Oh, ich habe das Gefühl, ich fahre gleich über Schotter. Ah, wow. Nee, doch nicht. Ich habe richtig verkackt. Hast du schön die Bäume mitgenommen, sagst du? Nein, ich habe, ich hätte querfeld einfahren müssen, jetzt habe ich hier einen 5 Kilometer Umweg. Du musst schon ein bisschen auf die Map gucken. Ja, krass, ey, jetzt bin ich sogar noch letzter. Ne? Ja, das ist halt querfeld ein, kacke, ja. Weird, ich bin nur ganz kurz querfeld eingefahren, sonst habe ich komplett die Straße genommen. Ich hab nur einmal so einen extremen Umweg, wo ich schon die anderen Teile sehen konnte. Ja, das ist der Teil, wo ich nicht querfeld ein bin und wie Kilometer erstmal da rumgefahren bin. Ne? Du warst doch noch gar nicht da, glaube ich. Ich glaube, du bist komplett anders gefahren als ich. Also es ist kurz vorm Ziel gewesen, das war 1,5 Kilometer vorm Ziel, wo ich das querfeld eingefahren habe. Ich hab noch einen überholt, kurz vorm Ziel. Aber guck dir die Punkte an. Ja, das ist halt wo sind denn die anderen hingefahren? Was haben die getan? Boah, der hat echt den Lambo Hurricane, ey. Der ist ja lebensmüde, der Typ. Ich glaube, der hat aber irgendwie anders getuned. Boah, der kann... hat den Veneno, Alter, krass. Der Veneno ist mit Sicherheit geil. Ich will auch dancen. Aber das ist halt so... Copyright, du darfst die Sachen, die du bekommst, nicht verändern und das irgendwie dann... Ich will es ja gar nicht als meins ausgeben, dass ich das dann nicht hochladen darf. Ja, okay, aber ich würde es trotzdem gern bearbeiten. Ja. So wie ich es halt mit den Vinyls auch machen kann. Das ist halt ist mein Design, ich darf es nicht hochladen, aber es ist mein Design. Warum bin ich eigentlich Hashtag 118? Nissan.
Ja, Sippe, herzlich willkommen zurück. Mir ist noch eingefallen, dass du vielleicht auch hättest einfach erstmal in dein Dingens gucken können, deinen Router gucken können, wegen Multiplayer. Aber schön, dass es jetzt funktioniert, dein Multiplayer. Hast du echt auf Frauencharakter gewechselt? Ich hab die ganze Zeit schon Frauencharakter. Ehrlich? Ah, ich hab das Huhn in Erinnerung. Ja, das war auch ein Frauencharakter. Ehrlich? Nix in vorbeidrängen! Wieso bin ich... Alter, du bist ein Spaß. Wir da vorbeikommen an den ganzen Freaks. Der drängelt halt schon wieder wie so ein Irrer. Ich bin ganz hinten, ich komme einfach nicht vorbei an dem... Einfach warten, bis sie sich verbremsen und dann vorbeifahren. Alter, der Nächste, der mich hier wegrammt. Aber herzlich willkommen zurück, das Sibyl. Schön, dass du dich wieder eingefunden hast. Oh, wenn ich jetzt Erster wäre, ne, dann könnte ich so schön vorne wegfahren. Oh Gott! Wie Leute ungebremst mit 350 in die Kurve knallen, Alter. Ja, weil da eine scheiß Bande ist, so. Die werden nicht bestraft. Das ist traurig. Ja, der wurde trotzdem ordentlich abgebremst, also... So viel hat er dadurch nicht gewonnen, glaube ich. Ja, aber ich konnte ihn nicht überholen dadurch, weil er halt trotzdem noch im Weg steht, oder? Weißt? Statt einfach in den Wald zu fahren. Der versucht mich halt abzuschießen und ich bremse halt vor den Kurven und dann ist schon zum zweiten Mal vor mir einfach in die Wand geknallt. Ungebremst. Ich komme nicht vorbei, das sind 4 Autos auf einer Höhe. Wo soll ich denn da vorbeifahren an denen? Hoffen, dass die, wenn die sie zu weit raustragen lassen, in dem Moment musst du zuschlagen. Ja, das geht ja nicht wegen der Drecksbande. So, die bleiben ja alle auf der Strecke. Wenn du halt komplett rutschst, dann bist du halt schon in der Bande immer noch. Man kann hier auf der Strecke keine großen Fehler machen, das ist das Problem. Ich hab auch gerade die Leute als Bande benutzt. Ja, das ist ey, okay, das ist echt dumm. Die müssen die Banden einfach weiter von den Checkpoints wegmachen, dann hast du halt das Problem nicht mehr. Ja, also das ist halt ey, du kommst halt, die machen nur Fehler, aber du kannst halt nichts machen. Wie willst du die überholen? Wenn die wieder auf der Strecke vor dir stehen, ne, und dich blockieren. Ja, du bist besser rausbeschleunigen, wenn die in die Banden fahren, ne? Du musst das eigentlich nutzen. Dass du oben, wenn du sauber fährst, kannst du richtig geil rausbeschleunigen. Und dann haben die halt weniger Speed auf den Geraden. Also das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ich hab's jetzt ausprobiert, ich fahr gegen die Bande und komm schneller um die Kurve. In meinem Auto. Und das ist halt echt dumm. Das Geile ist, wenn dir jemand hinreinfährt und dich dadurch in die Bande reinschiebt. Aber wir verlieren, ne? Weil ich letzter bin. Aber ich glaube, nee. Wir sind einfach insgesamt nicht gut. Aber ich gewinne. Obwohl die hier zwei Leute die ganze Zeit mich rammen und in der Bande reindrücken. Hab trotzdem gewonnen. Sauberes Driving wins. Aber uns auch wieder einer gelieft. Du bist gar nicht letzter von uns. Na. Aber der Aventador-Typ, der zweite war, der hat es wirklich aufs Extreme getrieben, was der hat nicht gebremst. Was ich auch scheiße finde, ist, dass ich während dem Event nicht mein Auto wechseln kann. Zwischendurch. Ja, das finde ich schon sinnvoll. Hast du schon genutzt, dass dein Multiplayer den Nissan, den ich hab, der bräuchte ein bisschen weniger Antrieb. Und mehr Hüx, also der übersteuert halt beim Bestand. Aber ich kann, wenn ich jetzt bearbeiten könnte, ne, dann könnte man das perfekte Auto sich machen. Ja, ich sag mal so, in dem Moment, wo du mit Controller spielen kannst, ist, okay, ich muss ein bisschen weniger Gas geben, nicht so schwierig. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und ich glaube echt, viele Leute spielen das Ding mit Controller. Tastatur ist halt absolut nicht ideal für Rennspiele. Nee, ist es auch nicht. Oh geil, ich bin da als Erster. Du bist Erster. Aber nicht lange, glaube ich. Ich kann halt nicht langsam Gas geben, sondern ich kann nur komplett durchgedrückt, ne, Gas geben. So, das ist halt mein Problem. Ja, dann solltest du meinen Vulcan nehmen. Oh Gott, das ist der hier, Freeroam Rush und so ein Shit. Jetzt aber geradeaus durch, ne? Bei der nächsten steilen Kurve da. Wir fahren nämlich, glaube ich, direkt zurück. Tschüss! Auf die Autobahn! Oh Gott! Wieso verreißt es mich so beim Landen? Sie sind die schlimmsten Rennen. Och nee. Ich habe nicht genug Schwung, um dieses Shit durchzukommen. Wow, really? Ich fahr gegen... Nee.
Fleisch kann man denn haben? Das ist das Einzige. Siehst du? Hallo. Aber mich hat auch beim. Da war nur dieses komische Geschwindigkeitsschild. Und genau das hab ich. Das ist halt, das ist diese Glückssache aber bei diesem Drecksrennen. Fosatons hast du noch nicht gemacht dann nebenbei. Wenn du, da erwischst, wenn du die Karte noch abfahrst. Den Baum nicht erwischt. Oder du erwischst den Baum, ne? Aber halt wie du gerade siehst, die Leute online können halt auch nicht fahren, ja, sie fahren super aggressiv, von daher verpasst man im Zweifel nicht so viel, man einfach nur cool entspannt fahren will. Ich weiß nur noch Querfeld ein, ist mir egal. Die Fosaton würde ich dir aber nebenbei empfehlen zu machen. Auch wenn, also die ist ja jede volle Stunde. Kannst du einfach beim Kartefarmen in der Online-Lobby sein und gehst einfach in den Fosaton schnell rein. Oh, hier fahre ich aber oben den Berg außen rum. Da fahre ich nicht oben drüber. Oh. Weil du kriegst dafür ja jede Menge Punkte und Autos und sowas. Really? Für den Fosaton. Ach man. Ja, und ich spawne wieder auf dem Feld danach. Das ist doch ein Bullshit. Also ich habe mir das gespart, da hochzufahren auf die Schotterpiste. Ich fahre lieber unten rum. Mit der Karre, die ich habe, wäre das totaler Irrsinn gewesen, da oben hinzufahren. Ich bin sogar Zweiter geworden dadurch. Hab noch alle überholt, die da oben auf den Berg rumgeguckt sind. Geil. Hey, wir haben gewonnen. Wir haben nämlich das Team-Adventure gewonnen. Ich fass es nicht. Drück ihn nicht so auf, das wird schon noch. Oh, wir gewinnen doch nicht mehr. Schade. Oder? Vielleicht doch, vielleicht nicht. Ich bin nicht mal ans Ziel gekommen. Und doch, wir haben gewonnen. Hä, hey, ich bin doch im Ziel. Hä? Nee. Mm-mm. Ach, steht not finished. Heute Mittag, wenn das Kind schläft. Alles klar. So, ach nee, haben wir nicht. Wir müssen jetzt noch das letzte Rennen müssen wir gewinnen. Damit wir gesamt gewonnen haben. Na, hoffentlich wird das was. Ein Jahr, 5 Monate, okay. Habe ich falsch geraten. Oh, das ist nicht meine Runde, glaube ich. Nee. Da ist zu viel Hochgeschwindigkeit dabei. Ja, nee. Ich finde, hier sind richtig viele Kurven. Wo willst du denn hier beschleunigen? Die langgezogene Kurve bis zum Start wieder. Also das ist aber nur ein Drittel. Ein Drittel der kompletten Karte. Bin ich schon hart. Nächste kommt in 2 Wochen. Krass. Da Geschwindigkeit bin ich eigentlich noch gut dabei. Hab da aber losgelegt. Lass mich vorbei! Ach komm, ich nehme auch mal die Bande mit. Jo, Alter. Wie die Leute Abflug machen hier links von mir. Ey, holy shit. Ja, das Schlimme ist, die fahren mit 100 hinten auf mein Heck drauf, ne? Okay, bei mir sind nicht das Heck genommen, sondern die haben mich versucht immer, wenn ich einlenke, zu erwischen. Und ich habe halt so viel vor der Kurve gebremst, dass die da einfach vorbeigeballert sind. Ey, das ist zum Kotzen, ne? Gerade. Die fahren einfach mit 100 hinten auf dein Heck, und ich verliere die Kontrolle und die fahren einfach ganz normal die Kurve. Das ist so übel. Ja, dann brauchst du mehr Handling, also mehr Grip in deinem Wagen. Dann fahren die hinten drauf und du bleibst einfach trotzdem drauf. Ja, das Auto hier ist auch nicht gut, was ich habe. Also ich vermute, den Vulcan, den ich habe, der wäre wahrscheinlich für deine Tastaturspielerei auch ziemlich geil. Weil der hat einfach so viel Grip. Ja, ich brauche einfach den Grip, weil ich habe kein Feingefühl für die Tastatur, ne? Also ich habe den noch nicht ausbrechen hingekriegt so richtig, wenn ich einfach normal Rennen fahre. Hast du ja gemerkt bei meinem BMW, wie hart ich den getunt habe, einfach weil ich damit gut fahren kann dann, ne? Also ich kann auch bei dem hier einfach Vollgas geben und der hat halt Grip beim Vollgas geben. Ich habe übel Beschleunigung dadurch. Die einfach alle gegen die Bande fahren. Die wir einfach hier reinchatten mit dem Quickchat, das funktioniert, macht sogar Sinn, bis auf die letzten Text. Ich schreibe hier gerade den Blauen die ganze Zeit weg. Lol, ich überrund jemanden! Warum steht denn hier einer AFK von uns rum? Der ist gar nicht AFK! Der fährt ist einfach nur Kacke! As fuck! Und hör auf mich abzudrängen, ich bin dein Team, du Trottel!
Alter Schwede! Der zweitplatzierte, ne? Nee, der letzte, der hat mich gerade weggerammt. Ja, wow, ja. Der Renault Escobar. Der ist halt. Das ist ein richtiger Escobar, ne? Der fährt halt irgendwie 60 und wenn ich an ihm vorbeifahren will, versucht mich wegzurammen, der Trottel. Erstmal den ersten aus dem eigenen Team aufhalten, ey. Holy shit. Ja, den zweiten hat er gerade auch rausgeballert, ne? Das ist halt einfach nur der Troll und Griefer vom Herrn. Mich hat er nicht rausgekriegt, weil ich zu viel Grip hab. Der ist mir zwar an die Seite gefahren, da passiert aber bei mir nichts. Wenn der einfach gegen die Bande hinter mir, die komplette Bande mitnimmt und ich keinen Abstand zu ihm kriege. Ja, aber ich denke schon, dass man eigentlich ein bisschen schneller sein kann, wenn die Leute immer in die Bande fahren. Digga, du musst halt wirklich dann sauber fahren und gut rausbeschleunigen, dann bist du schneller. Ich bin auch ein bisschen in meinem Auto hier, das ist einfach nicht gut. Also siehst ja, ich habe glaube ich jetzt jedes Rennen in diesem Online-Adventure gewonnen. Ja. Es müssten nur noch ein paar Leute eine bessere Platzierung haben. Unser Rello Escobar zum Beispiel. Ne, wenn wir so jetzt reinfahren, das ist okay. Wir haben ja, 50 es wechselt gerade noch zwischen Gewinnen und Verlieren. Es ist noch 50-50. Oh, Kacke. Ja, auch, ja. Jungs, fünfter Platz, halte das. Nein, er hat den Platz verloren, oder? Er kann ja, wir haben Platz verloren. Ja. Wir hätten halt einen Platz mehr gebraucht. Der Hack. Ich habe den einen noch überholt auf den letzten Metern. Aber mit dem. Ach, der Hackmax ist mit dem Huracan jetzt bei uns. Na gut. Der fährt halt Kacke. Und jetzt auf der Huracan-Typ auch noch da. Ach man. Jedes Rennen gewonnen, ich glaube bei den anderen Sachen auch Zweiter geworden bei den Freeroam-Sachen und trotzdem verloren. Das ist halt echt traurig. Na, ich war jetzt auch nicht gut. Ich war auch immer letzter. Good luck, have fun, habe ich jetzt. Wer braucht das denn in dem Spiel? Bei diesen Mitspielern. Wahrscheinlich hatte der Escobar sein Auto auf Realismus-Schaden. Ist dann nach der ersten Kurve war sein Motor kaputt. Also wenn er das hatte, oh, wäre dämlich.